Erst tauchen Barbaren auf, dann ist mein Reiter auch noch irgendwo in nirgendwo gefangen, wo er seine Schnelligkeit nicht ausleben kann. Ja, wir werden mal sehen, wie wir hier mit diesem Start vorankommen. Immerhin gab es 5 Wissen. Und damit herzlich willkommen zurück zu. So, dann gucken wir doch mal. Also, den Reiter bewegen wir erstmal nach da. Ach, sehr gut. Ach, Schwein gehabt. Dünne Stelle für den Wald. So, hier können wir uns nur das Ergebnis angucken. Ja. Warum auch immer die Barbaren dann zweimal angreifen dürfen, egal wie rum es läuft. Na gut. So, wir bleiben definitiv hier. Und in Edo dauert es nicht mehr lange, bis wir 2 Einwohner. Haha, das machen wir so rum. Es ist immer besser, schneller neue Einwohner zu kriegen. Da gibt es überhaupt kein Vertun. So, on the long run ist es besser. Und wir wollen den long run. Wir müssen snowboarden. Auch das gilt hier für Bevölkerung. So. Jetzt, also beauftragen Sie das. Oh, also wir kriegen einen Kundschafter oder mehr Kundschafter XP. Dann nehmen wir doch den Kundschafter. Ja, keine Frage. Cool. Und du? Genau. Du greifst jetzt bitte die Barbaren an und machst die mal platt. Super. Aber unerschütterliche Moral, diese Barbaren. Okay, so. Hast aber auch hier unten. Du kannst nach da. Das ist ja mal richtig cool. Und du kannst noch nach hier. Ja, nett. Also wenn wir eine Siedlung gründen, dann hier irgendwie die zweite. Genau, auch da nur noch 2 Runden. Und dann haben wir doch tatsächlich das. Okay, also noch eine Stadt gründen halte ich jetzt erstmal für nicht so sinnvoll. Ja, könnte man natürlich, aber ich glaube, was uns jetzt schneller voranbringt, also auch nicht eine Armee ausheben, also wir könnten hier oben noch hingehen. Das könnte man sich überlegen, weil das geht gerade eh nicht. Also nehmen wir doch lokale Reformen. Das ist super, super gut. Also gucken wir uns mal kurz die Produktion von Edo an. 3, 2, 3. Ne? 1, 2, 6, 5. Ihr seht hier, also Vermögen, Wissen, Kultur, das ist super wichtig. Hier haben wir noch Einfluss zum Ausbreiten unseres Gebietes. Hier haben wir noch Domänen-XP. Hier haben wir noch Verbesserungspunkte, quasi der Ersatz für die Handwerker in Civ, Produktionspunkte und Nahrung zum Wachsen, ne, unserer Bevölkerung sowie Einfluss zum Erweitern unserer Grenzen und ja, Produktionspunkte natürlich für das Errichten von Dingen in der Region, nicht in der Stadt an sich. So. Wir wollen jetzt die Kulturfähigkeit verwenden, und zwar lokale Reformen. So, da kriegen wir 50% mehr. Ihr seht hier 2, 2, 3. Ach so, okay. Habe ich jetzt noch nicht. Gilt wahrscheinlich erst ab nächstem, oder ich sehe es jetzt noch nicht. Weil ja, an sich sind die Werte noch gleich. Achso, ich muss noch eine Region auswählen. Genau, und dann gehen wir rein und dann sehen wir hier 4, 3, ne, und so weiter. Und das geht jetzt für 5 Runden. Deswegen ist es ein bisschen besser als Heureka am Anfang, weil wir halt zusätzlich zu den 5 Wissen, die wir auch durch Heureka bekommen, bekommen wir halt diese ganzen anderen Boni. Wie ihr seht hier, mehr Vermögen, mehr Kultur, gut, Produktionspunkte wirkt sich leider nicht so ganz aus. Also Verbesserungspunkte sieht man hier nicht, aber er misst hier im Hintergrund schon hart mit. Dann die Nahrung ist cool und auch Einflusspunkte, ne? Das hilft uns alles. Okay, dann würde ich doch sagen, wir gehen mal in die nächste Runde. Es sind ja nur noch 2 Runden. Da sieht es. Unser Reich erweitert sich. Frankreich, Schweden, Barbaren. Ja, bin ich alle mal. Und wir haben schon wieder eine Fähigkeit abgeschlossen. So. Du begibst dich jetzt nach hier. Und ja, dann noch da, um mal zu gucken. Und du, da ist die Frage, komme ich hier um das Gebirge rum?
Schade. Okay, gut, da komme ich jetzt nicht so rum. Ganz schön viele Gebirge, aber hier ist auch ganz schön viel Marmor. Okay, also dann machen wir doch mal weiter. Das haben wir jetzt alles durch. Das heißt, wir wollen mal gucken, wo die Barbaren dann herkamen. Und wir wollen uns dann eine Technologie auswählen, denn das haben wir jetzt fertig. So, wir haben auch einen Haufen Verbesserungspunkte bekommen, die wir gleich nutzen können. Und ich würde mal sagen, wenn ich mir angucke, wir haben jetzt einen zusätzlichen Kundschafter bekommen. Wir nehmen auf jeden Fall Ackerbau. Genau. Und dann schauen wir doch mal, vielleicht, wir haben hier so schön, würde sich doch eine Lehmgrube lohnen. Ist mal die Frage, lohnt sich ein Jagdlager? Nein, leider noch nicht. So, das heißt, wir wollen, Weideland lohnt sich auch nicht. Achso, genau, wir können ja alles bauen und dann wieder rückgängig machen. Oder? Ja. Anscheinend nicht. Die Bewegung hier können wir nicht rückgängig machen. Oh ja, okay. Also, wir gehen mal hier rein. Und ich möchte mal gucken. So, wenn wir jetzt hier hergehen und wir gucken uns die Verbesserungen an und sagen, die Lehmgrube, das ist auch wirklich schlecht geschrieben, ganz ehrlich, ey, was soll mit das denn sein? Dann gehe ich mal in die Forschung rein, dann muss ich hier nochmal reingucken. Lehmgrube sammelt Lehm. Ach, kommt, Leute. Also das ist ja, das sind ja Tipps für Arme. Hier steht aber wenigstens drei Nahrung. Aber der bringt zwei Nahrung. Also, na, egal. So, ich glaube trotzdem, dass uns jetzt gerade aktuell die Lehmgrube am meisten bringt. Achso, die kann ich auch nur hier errichten. So, das heißt, ich errichte aber die Lehmgrube hier. Und wenn wir jetzt nach Edo schauen, dann sehen wir jetzt, haben wir hier eine Lehmgrube, die produziert uns halt Lehm. So, ich will den trotzdem hierhin haben, weil dann sind es noch zwei Runden, bis wir den nächsten kommen und der kann dann Lehm abarbeiten. Super. Okay. Und dann sagen wir, auf die Plätze fertig löst. Nächste Runde. So, es erweitert sich noch mehr, was natürlich richtig cool ist. Jetzt haben wir das alles. So, wir haben eine andere Nation getroffen. Super. Ah ja, da. Da ist Deutschland. Okay. Das heißt, in die Richtung brauchen wir eigentlich gar nicht so weit zu gehen. Versuchen wir jetzt mal den großen Wald zu umwandern und mal zu gucken. Oh, hier ist viel los. Ich fürchte, mit Deutschland wird Stress gehen. Na gut. Wir sind auch schon wieder am Ende unserer Runde. Nach hier oben ist auf jeden Fall auch noch viel Platz. Ich mal gucken, wie wir das machen. Okay, hier ist die Küste. Das habe ich erwartet. Ah ja, da wollen wir jetzt nächste Runde hin. Ich würde mal gerne gucken, wo der Barbare herkam. Oh, Schwein gehabt. So, da du hier an der Küste angekommen bist und ich jetzt keine zwei Leute brauche, die hier unten rumwursteln, ist dein Auftrag mal nach da zu laufen. Dann beenden wir doch. Achso, hey, dann bevor wir die Runde beenden. Ich habe eine Stammesdomäne. Ach so, und ich komme erst hier hin. Alles klar, das habe ich leider nicht gewusst. Dann machen wir doch das. Genau, und warten noch. Und dann schalten wir das frei. Hast du das schon? Okay, also noch drei Runden länger. Schade, das hätten wir schneller haben können. Sachen, die man halt nicht so weiß, wenn man neu anfängt. Okay. So, du bewegst dich nach da. Okay, was kriegen wir denn hier? Vermögen oder Produktion? Ja, dann ist das ganz easy. Natürlich die Produktion, weil Vermögen ist am Anfang einfach nicht sinnvoll. So, wir haben einen Haufen Grasland. Wir haben jetzt drei Leute. Vergiss es.
nur noch 3 Runden, bis wir den nächsten bekommen. Das ist auf jeden Fall sinnvoll. Gehen wir mal hier hin und gucken mal, was wir da bekommen. Einen Bogenschützen. Na, dann kostenlose Bogeneinheit ist natürlich richtig cool. Also du. Der Bogenschütze. Hat als Ziel Aomori. So, da darf er jetzt hin. Und wir wählen eine Technologie. Und das ist eigentlich ziemlich easy. Wir wollen ins Zeitalter der Bronze. Hier haben wir jetzt alles gemacht. Also das beides ist einfach auch nicht so notwendig, wenn man es umgehen kann. Wir haben Glück, wir haben einen Bogenschützen gefunden und einen Kundschafter. Damit ist das wirklich beides irrelevant. Und wir gehen ins nächste Zeitalter. Okay. Eine Runde. Und dann würde ich sagen, danke, dass ihr mir bis hierhin zugesehen habt, wie ich mich jetzt auf der Karte ausgebreitet habe und was für ein unverschämtes Glück ich mit den Stammesdörfern hatte und auch welche assoziativen Fehler ich gemacht habe. Wir sehen uns im Spiel auf der Endcard und im Zug zwischen Dortmund und Köln. Ihr informiert euch in der Beschreibung über die Links, über rechtsradikale und neoliberale Machenschaften, diesen aktiv und mit Wissen entgegentreten zu können. Und dann viel Spaß beim Errichten eurer eigenen Zeitlinie in Millennia. Wünscht euch euer Aha.